Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Kerbal Space Program Let's Play mit mir, O-Comic. Und ich möchte euch gern was zeigen, denn ich habe es tatsächlich geschafft. Und ich möchte euch das zeigen, dass ihr mir das auch glaubt, weil sonst glaubt mir wieder keiner. Ich bin tatsächlich gelandet am Nordpol, mit Jebediah. Hier, Jebediah ist an Bord, ja. Nur, dass es mir auch glaubt, er ist tatsächlich hier auf dem Nordpol gelandet, hat eine Bodenprobe genommen und auch einen EVA-Report gemacht. Und dafür haben wir natürlich auch ein paar Science Points bekommen. Jo, wollte ich euch eigentlich nur mal gezeigt haben. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier direkt das anwählen kann. Man muss eigentlich ja hier auch irgendwie reingehen können in bereits, ja, wie soll ich sagen, bereits gelandete Objekte. Ich meine, ich habe es jetzt hier, ich habe jetzt irgendwie die Fahne wahrscheinlich ausgewählt. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Man muss ja irgendwie auch nochmal rankommen. Ich wollte nämlich mal gucken, wie sich das Goo eigentlich am Nordpol verhält. Flag at Kerbin. Das ist diese eine Flagge. Das sind die Berge. Und Comic war hier für die Buddies. Fortschrittarius 2. Ach, das war, glaube ich, die hier. Deswegen kam er nicht rein, weil ich die Flagge angewählt hatte. Ah, genau, und da unten zeigt er uns natürlich auch Jebediah jetzt an. Mal gucken. Ja, wir hatten jetzt nicht allzu viel hier. 2,1 Science. Ich weiß nicht, ob das Ganze hier dann so viel einbringt. Das bringt auch viel mehr. 3. Goo Observe, ja. Okay, und jetzt können wir auch das Ganze hier zurückholen und uns die Science Points holen, die mir natürlich noch zugestanden haben. Die ich noch haben möchte. Das sind dann insgesamt jetzt 62 Science Points, denn ich habe auch noch herausgefunden, wie man noch ein paar Science Points zusätzlich bekommen kann. Das mache ich dann wahrscheinlich mal am besten in einem kleinen Tutorial, wie man am Anfang gleich mal ein paar einfache Science Points verdient. Das zeige ich euch aber dann später. Ich habe ein wenig herumgeschraubt an unserem Spacecraft, habe mir ein paar neue Kanister und so eingebaut, habe mir ein paar Flügelchen dran gemacht. Und was ich auch noch machen wollte, ist beim Start noch das Mysterious Goo, das mysteriöse Goo. Ja, das wollte ich auch noch beobachten beim Start, denn das gibt auch noch Science-Punkte, wenn man das beim Start beobachtet. Also aktuell dürfte es nichts geben, aber wenn ich das ganze Ding hier mal in die Lüfte erhebe. Ja, 7 Science Points. Und das müsst ihr auch gleich am Anfang mit am besten machen. Gleich beim Start das Goo beobachten. Da kriegt ihr schon 7 Science Points dafür. Und da könnt ihr euch schon was da richtig dafür leisten. Und wie ihr seht, habe ich ein bisschen, wie gesagt, an der Rakete hier rumgeschraubt, dass unser Jebediah jetzt auch auf dieser Außenmission teilnehmen kann. Deswegen habe ich ihn ja vom Nordpol auch zurückgeholt, weil das unser erfahrenster Kerbal-Astronaut ist. Leider habe ich noch keine Verbindungsteile, die ich hier machen könnte. Das heißt, wenn ich jetzt beschleunige, also die Zeit beschleunigen würde vom Start, dann würde uns das ganze Ding hier auseinanderfliegen wahrscheinlich. Ah, ich finde es doch immer wieder schön, wie das hier aussieht. Und unsere Flagge, oh Comic, war hier, ja. Ganz weit weg von der Forschungsstation natürlich. Ich habe auch gesehen, es gibt noch Badlands und so, die man erkunden kann. Ja, es gibt sehr vieles, was man auf Kerbin noch so erkunden kann. Leider in der Nacht sehen wir natürlich nicht so gut. Das fällt mir jetzt gerade schon wieder mal auf. Ich hätte es nicht nachts machen sollen. Ich gehe einfach mal näher an die Triebwerke, kann man wenigstens überhaupt was sehen. Ja, wir stoßen jetzt hinauf ins Weltall und wer so ein bisschen auf den Treibstoff schaut, wird merken, dass wir höher kommen als mit unserer vorigen Zusammenstellung. Ich habe auch hier ein paar aerodynamische Elemente mit dran gemacht und auch die Flügel natürlich entsprechend ausgebaut. Und ich habe natürlich noch ein paar mehr Stufen gemacht.
Zum Mond kommen wir damit wahrscheinlich noch nicht. Ich wollte einfach nochmal versuchen, in der Wüste zu landen, wo dieses mysteriöse, ja, irgendwas Mysteriöses gab es in der Wüste. Und das wollte ich nochmal erkunden. Denn irgendwie war da noch ein geheimnisvolles Objekt, was wir einmal gesehen haben. Und ich dachte, vielleicht schaffe ich es nochmal, da zu landen, wo ich eigentlich hin wollte. So. Jetzt fliege ich ein bisschen schräger schon mal. In die Richtung der Apropriapsis. Um den Orbit hinzubekommen, besser. Ich habe auch ein Steuerelement mit eingebaut. Hier irgendwo ist ein Reaction Wheel Operational. Das heißt, damit die Steuerung verbessert wird. So, gucken wir mal, wo sind wir denn? Also, es sieht ja schon ganz nett aus. Eine Stage Only mal anzeigen. Ja. Viel, viel höher geht's ja meistens gar nicht mehr. Deswegen fliege ich jetzt einfach ein bisschen ein Stückchen näher ran. So, die Zeit wieder etwas verlangsamen, damit wir besser steuern können, weil sonst dreht unser Schiff eventuell noch durch. Denn wir wollen ja einen schönen Orbit hinbekommen, damit wir dann auch die Landung machen können. Denn das ist wichtig, dass man die Landung auch vorbereitet. Das haben wir ja eigentlich immer ganz gut schon hingekriegt. So, ah, hier ist, so kann man wenigstens noch ein bisschen was sehen. So, jetzt habe ich hier noch eine Stufe eingebaut. Haha! Oh, oh, ich entferne mich von der Achse. So, mal gucken, ist hier irgendwo die Sonne zu sehen? Nee, ne? Die ist gerade hinter Mond ganz links irgendwo abgeblieben wahrscheinlich. Ja, guckt euch das an. Das hat doch schon viel Schönes. Das hat doch schon einen gewissen Mehrwert. Nicht zu wechseln mit Nährwert. Jetzt kriegen wir auch eine viel schönere, größere Achse hin als vorher. Das war ja immer so ein kleines Problem, was wir hatten. Dass wir es nicht ganz geschafft haben, diesen Punkt zu finden, wo wir denn dann brennen mussten, um den Orbit richtig hinzubekommen. Aber ich denke mal, momentan habe ich es schon ganz gut raus hier. Da kriegen wir einen Orbit. Ich habe nämlich noch eine Stufe dann, die dafür gedacht ist, einfach nur den Orbit so ein bisschen zu manövrieren, zu lenken. Dass dann nachher ein bisschen mehr besseres Fuel-Management hat als unsere jetzigen Triebwerke. Mal gucken, was ich damit noch erreichen kann, eventuell in nächster Zukunft. Ich werde das einfach mal so ein bisschen austesten. Das muss ja nicht immer alles aufgenommen werden. Und wenn ich dann so weit bin, dass ich sage, jetzt habe ich mir was zusammengebaut, womit wir, meine lieben Buddies, zum Mond fliegen können, dann zeige ich euch das natürlich auch gerne. So. Bald haben wir auch einen perfekten Kreis hier. Bald haben wir auch einen Orbit. Oh, jetzt ist die Stage empty. Habe ich aber ja, wie gesagt, noch meine andere Stage, die etwas fuelsparender läuft. Die können wir ruhig ein bisschen hochdrehen, damit es ein bisschen schneller geht. Ja, und dann machen wir es einfach so, wie das damals im Tutorial gezeigt wurde. Wir vergrößern ein klein wenig den Orbit, fliegen darin rum. Ja, drehen dann die Achse so, dass wir da landen, wo wir auch hinwollen. Nämlich hier irgendwo. Da sind wir schon mal gelandet in der Wüste, aber wir wollen, glaube ich, hier unten hier so landen. Oder hier so. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo wir das letzte Mal da tatsächlich gelandet waren. Ich weiß nur noch, dass es irgendwie ein Gebäude oder sowas ähnliches gab. Vielleicht waren das irgendwelche Pyramiden oder so, wo ich gucken wollte, was das eigentlich ist. Das hat mich interessiert. Und ich versuche natürlich auch dort entsprechend jetzt zu landen für euch. Ich kann aber noch nichts Genaues versprechen natürlich.
So, jetzt. Das sieht doch schon gut aus. Da kriegen wir auch eine ganz gute Achse hin. Ah, dann nehmen wir den Schub wieder etwas weg. Weil da müssen wir nämlich gucken, wo wir am besten die Achse hindrehen, dass wir dann landen. Ich glaube, wenn die Periapsis irgendwo dann hier liegen sollte, dann haben wir unseren Bestimmungsort auch erreicht. Beziehungsweise können wir unseren Bestimmungsort eher erreichen. So, wie war das? 90 Grad oder so musste man das, glaube ich, ausrichten. Oder 360? 360 Grad, das könnte es gewesen sein. Gucken, inwieweit sich der Orbit hier verändert. Okay, gar nicht. Wirklich. Dann versuchen wir es mal mit 90 Grad. Ja, 90 Grad haut eher hin. Dann gucken wir mal, dass die Periapsis, auf deren Weg wir uns ja befinden, dann auch ungefähr da endet, wo wir hinwollen. Beziehungsweise muss ja eigentlich nur das Stück hier darunter zeigen irgendwie. So, und da kommt dann unser Spacecraft etwas ins Spiel. Denn wir können ja ein Manöver planen. Und zwar müssen wir auf jeden Fall gegenlenken. So, dass wir hier irgendwo rauskommen. Wir müssen ein bisschen übers Ziel gehen, weil ja der Antrieb sowieso nicht ganz so weit reichend ist. So, da müssen wir auch ein bisschen runter manövrieren. Ja, das sieht gut aus. Hä? Hallo, mein Manöver. Nein, ich wollte es nicht wegmachen. Ah. So, wir müssen, wie war das, so das Ganze ein bisschen verkleinern. So, kommen wir wieder ein bisschen näher, ja. Gegenlenken nach unten. So. Genau. Und das Ganze ein bisschen erweitern. Und jetzt noch ein klein wenig übers Ziel hinausschießen. Denn wir haben dann nachher keinen Antrieb mehr später. Und jetzt muss ich zu diesem Navigationspunkt hin navigieren. Hauptsache, wir verfehlen ihn nicht. Wir würden vielleicht sogar bis zum Mond kommen, aber wir würden wahrscheinlich vom Mond nicht mehr wegkommen. Habe ich das Gefühl. So, wenn ich jetzt hier brenne, dann sollte sich das entsprechend anpassen, natürlich. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, genau. Ja, eine wissenschaftliche Planung, wie man das von mir gewohnt ist. Gut, dass ich das mit den Manövern natürlich so schön rausfinden konnte. So, ich glaube, wir können sogar schon aufhören. Ich lasse mal die Stufe noch dran. Weil wir eventuell noch ein bisschen lenken müssen, beziehungsweise weiter fliegen müssen. Und dazu müssen wir uns natürlich Richtung Apropriapsis Dingsbums ausrichten. So, jetzt treten wir auch langsam in die Umlaufbahn wieder ein. Und hoffe mal, dass wir Richtung Wüste unterwegs sind. Und da eventuell diese Pyramiden auch sehen können. Mal gucken. Ja, momentan sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Nachher, wenn der Fallschirm und alles ausgefahren wird, dann ist es natürlich so, dass sich das ganze Schiff auch wieder in einen Sinkflug hineinbegibt. Uah!
Huch. So, jetzt kommen wir gleich in die Atmosphäre. Okay, jetzt treten wir in die Atmosphäre ein. Jetzt machen wir ein bisschen langsam. Das ist immer ein kritischer Punkt. Ah, das sieht gut aus. Ich kann von hier oben leider nichts erkennen. Also ich sehe nicht, ob hier sich irgendwelche Gebäude oder so in der Nähe aufhalten. Jebediah macht einen ganz guten Eindruck. Was hat er zu sagen? The heat rising from the sand caused desert to move and shimmer. Oh, 3,5 Science Points. Die behalte ich auf jeden Fall. Weil es ja ganz gut für unsere Verhältnisse hier Science Points zu bekommen. Wir sind ja ein ganz kleines Stück davon entfernt, wo ich eigentlich hin wollte. Aber das macht nichts. Ich koppel mal die letzte Stufe aus. Jetzt brauchen wir den Antrieb auch nicht mehr. Wir hätten natürlich noch da hinten hin navigieren können, eventuell. Ich mache mal ein bisschen schneller. Ah, hier ist weit und breit nichts zu sehen. Auch keine Gebäude. So, jetzt den Fallschirm ausgeklinkt. Sicherheitshalber, weil ich nicht mehr sehe, wie tief das Ganze hier wirklich ist. Aber es ist tatsächlich leider nicht in den Bergen gelandet, wo ich eigentlich hin wollte. Ha, jetzt sind wir schon unten. So. Ich lasse mal ein bisschen Zeit vergehen, damit wir auch ein bisschen Tag haben und was sehen können. So, sehr schön. Gucken wir uns mal um. Sind hier irgendwo Berge in der Nähe? Da hinten. Ich glaube, das erste Mal waren wir auch tatsächlich da abgestürzt. Es gibt auch noch Badlands, nur mal um das kurz zu erwähnen. Also Badlands irgendwie, die wohl so gekennzeichnet auch sind als Biom. Ich guck mal, wir hatten ja schon Bodenproben von der Wüste genommen. Ob wir vielleicht trotzdem noch ein paar Science Points bekommen dadurch? Hui, bumm, aua, Jebediah, fall doch nicht immer runter. Lal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 
Wo ist denn Kirbin? Hier ist Kirbin. Und da sehen wir ja, in was für Biomen wir schon waren. Kerbal Space Center, Landebahn, Launchpad, Ice Caps, Desert, Mountains, Shores, Highlands, Grassland and Water. Und da waren wir überall schon, da haben wir schon Reports abgesendet. Und man bekommt natürlich ein extra Science, oder man bekommt extra Science Points, wenn man das noch übermittelt, glaube ich, mit diesem, ja, Data Transponder. Aber es kann mich auch irren, dass es weniger Science Points gibt, weil man dann ja sagt, in dem Prinzip, man hat die Vessel nicht zurückgeholt. Okay, wir brauchen noch insgesamt 6 Science Points. Die Frage ist natürlich, wie holen wir uns die am besten und wo holen wir uns die am besten? Denn ohne Science Points können wir uns ja nun mal keine besseren, größeren, schnelleren Space Shuttles bauen. Und was vielleicht auch noch möglich ist, dass wir dann noch höher in den Weltraum hineinfliegen oder noch weiter, besser gesagt, in den Weltraum hineinfliegen. Vielleicht mache ich es auch etwas anders, dass ich dann hier ein paar mehr Tanks, kleinere Tanks dran mache, aber dafür 3 oder 4 Triebwerke dann und dann eine kleine Rakete. Aber wir haben, glaube ich, noch nicht die Struktur, um jetzt so eine Dreieraufteilung direkt zu machen. Also es hieße quasi, wir lassen das Stück so, holen uns ein paar einen Decoupler und machen das dann da dran, 3 oder 4 weitere noch. Sagen wir mal 3. Und machen dann kleine Tanks mit dran. Hier, diese zum Beispiel. Wobei ich mich natürlich frage, ob es unten oder oben sinnvoller ist. Und dann die etwas sparsameren Raketen. Für die Aerodynamik könnte man dann hier das noch dran machen eventuell. Und natürlich ein paar Flügel, wo ich natürlich jetzt auch nicht genau weiß, ob das was bringt, wenn wir hier Flügel dran machen. Es kann auch wieder völlig schief gehen, was wir jetzt hier bauen. Also nicht wir, sondern was ich hier baue. Also wenn das, wenn einer was falsch macht, dann ist das natürlich meine Schuld, ganz klar. Ich speichere das mal unter Fortschrittarius 3, die Änderungen, denn nicht jede Änderung ist gut. Aber wir können das Ganze ja schon mal ausprobieren, vielleicht klappt uns ja auch alles zusammen. Das ist durchaus möglich. Und auf dem Mond erwarten uns wieder, wie gesagt, neue Biome, die es zu erkunden gilt. Ja, die es zu erkunden gilt und wo man dann wieder Science Points dafür bekommen kann. Und das Beste, was ich, also ich habe gelesen, das Beste, was man auf dem Mond machen kann, ist ein Mondfahrzeug hochbringen auf den Mond und damit einfach diese ganzen Strecken abzufahren und das einzeln von den Biomen einzusammeln, anstatt da immer wieder Raketen hochzuschicken, weil das doch ein sehr langwieriger Prozess wäre. Aber dazu muss man natürlich auch erstmal was haben, um ein Mondfahrzeug bauen zu können. Naja. Und es soll wohl dann auch so sein, dass in späteren Updates es Teleskope und sowas gibt, mit denen man dann Planeten auch von der Ferne aus schon mal erkunden kann, dass dann die Biome erst dann aufgedeckt werden, dass man dann halt sieht, so und so viele Biome oder das ist so ein Planet. Ja, das ist ganz interessant, finde ich. Und ich muss sagen, also was wir hier so zusammengeschustert haben, macht sich doch ganz gut. Wir fliegen natürlich wieder nachts. Ich habe es schon wieder vergessen, die Sonne abzuwarten, weil ich es einfach mal testen wollte. Ich war so aufgeregt, es tut mir leid. Gucken wir mal, ob wir so hochkommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ob die ganzen Stages soweit funktionieren, wie ich das eigentlich wollte. Eigentlich könnte ich die Stage und die hier mit rein basteln. Was ist das hier eigentlich? Das ist doch die untere. Ja, das Staging haut nicht ganz hin, das muss ich nochmal umplanen. So müsste das dann gehen.
So. Das Ganze müsste dann so funktionieren. Ja, das müsste so funktionieren. Wobei ich eigentlich schon fast sage... Ja doch, obwohl, lassen wir es mal so. Oh, ich sehe schon wieder nichts. Ich fliege schon wieder blind in die Sterne rein. Oh, hier ist schön. Hier kann man wenigstens was sehen. Obwohl man eigentlich auch nicht sehen muss, was man macht. So, das geht schon ganz schön gut. Ist auch von der Höhe angenehm. Lässt sich ganz gut erreichen. Wir haben zwar ein bisschen mehr Masse jetzt, aber dafür haben wir natürlich auch mehr Triebwerke, die dann weitergehen. Und wie gesagt, wenn man zum Richtung Mond sowieso nur wenig Schub gibt, sollte es auch kein großes Problem geben. Aber ich will ja erstmal ausprobieren, ob die Phasen und alles soweit klappen. Und wenn das klappt, dann schaffen wir es vielleicht sogar bis zum Mond zu kommen. Mal gucken. Brauchen wir auch gar nicht so viel Schub mehr zu geben, glaube ich. Gucken wir uns das mal an von draußen aus. Oh, falsche Seite. Ja, doch. Also von der Höhe her sieht es doch gut aus. Von der Breite her sieht der Umfang noch nicht so gut aus, aber ich hätte vielleicht eher anfangen sollen, so richtig drauf zu steuern. Und dann können wir gleich mal gucken, ob unsere anderen Stufen, die ich jetzt nochmal angebaut habe, dann passen. So, ich gehe jetzt erstmal Richtung unserem Punkt. Hoffe mal, dass wir das hinbekommen. Und wir kommen gleich zu der Phase, wo ich das Ganze hier nochmal auslöse. In der Hoffnung, dass das so klappt. Ha! Ja, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Wie sieht's denn aus? Ah, das wird diesmal nichts. Da hätte ich vorher anfangen müssen, so ein bisschen sparsamer mit umzugehen. Naja. Es ist ja auch immer ein bisschen schwerer dann, das Flugzeug. Aber dann können wir gleich mal noch eine Landung machen. Wahrscheinlich wird das im Wasser passieren. Und vielleicht soll ich hier noch ein paar Flügel da direkt an die Triebwerke bauen. Und die Flügel nicht unten dran. Ich weiß natürlich nicht, ob das dann besser kommt oder nicht. Mal gucken. Man kann das ja alles schön ausprobieren. Jetzt dreht man gerade wieder ein in die Erdatmosphäre. War doch ein kürzerer Ausflug, als ich dachte. Ja, es kann vorkommen. Und es ist wieder immer noch natürlich Nacht. Wie sollte es anders sein? So, jetzt lasse ich die mal hier los. Dann kann man die ausklinken und dann ist hier noch die letzte Stufe. Genau, und damit, theoretisch mit diesem Stufensystem, sollte es doch möglich sein, zum Mond zu kommen. Hoffe ich jedenfalls mal. Ah ja, ich sehe schon, es wird eine Mehrlandung. Im Wasser. Irgendwas Interessantes? Nö. Kann ich eigentlich auch das Gu im Wasser landen lassen und dann observieren? Dann haben wir wenigstens noch Science-Punkte gesammelt mit diesem kleinen Mini-Ausflug, der eigentlich an sich gar nicht so viel gebracht hat. So, er ist jetzt im Wasser. Mal gucken, was er sagt. Ach, tatsächlich noch 4 Science-Punkte. The Goo escapes into the water. Ah! Das ist natürlich super. Das muss man sich auch merken. An jedem Biom einfach mal das Goo noch dann mit auszuprobieren.
Gut, dass wir es dran gelassen haben, nicht abgemacht haben. Jetzt sind wir schon fast bei den 90 Science-Punkten, die ich haben will. Brauchen wir nur noch zwei. Und eventuell geht es dann beim nächsten Mal schon zum Mond. Ich werde noch ein paar Testflüge machen und wir sehen uns dann. Also, tschüss meine Buddies, bis zum nächsten Mal.